Wir beginnen mit dem Bau des Nagelshaker und dafür brauchen wir klar einen langen Nagel und Kronkorken. Wir starten nun als erstes damit, in die Kronkorken ein Loch zu machen, und zwar mittig. Ich nehme dafür diesen Nagel und setze ihn einfach mittig an. Zack, fertig ist das Loch im Kronkorken und das wiederhole ich jetzt 5-6 Mal. Als aufmerksame Zuschauer habt ihr jetzt gemerkt, das Loch hier drinnen reicht nicht, damit der Kronkorken auf den Nagel geht. Deswegen müssen wir das Loch hier jeweils noch vergrößern. Und das mache ich erstmal, indem ich diesen dicken Nagel nehme und auch jeweils nochmal einfach reinschlage. Und danach werde ich mit der kleinen Zange noch ein bisschen nachhelfen, dass der Kronkorken sich auf diesem Nagel auch frei bewegen kann. Ich hatte euch in einem Short ja gefragt, was klingt besser? Die Kronkorken, wenn sie so aneinander schlagen oder so, oder natürlich, wenn sie vielleicht einfach platt sind. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach beim Nagelshaker beides auszuprobieren, also sowohl die Kronkorken einfach mal so zu lassen, als auch sie platt zu machen. Und das Wichtigste war mir aber tatsächlich, dass die beiden Außenseiten, die metallenen Seiten, aufeinander schlagen können. Das ist der Kronkorken und ich habe den jetzt einfach mit einer Zange, drücke ich hier mit der Zange dagegen und drücke den Rand ein. Und davon mache ich jetzt noch 6 weitere. Wenn die Kronkorken euch noch nicht flach genug sind, gerade in der Mitte, dann könnt ihr sie einfach hier noch einmal platt schlagen. Wenn ihr nun soweit seid, dann könnt ihr die Kronkorken mal auf euren Nagel auffädeln und gucken, ob es gut klingt. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr einfach schon weitermachen. Wenn euch das nicht gefällt, probiert es auch gerne nochmal mit den Kronkorken aus, die ungebogen sind. Und für den nächsten Schritt brauchen wir dieses Gerät. Denn wir müssen ja irgendwie verhindern, dass die Kronkorken uns alle immer wieder runterfallen. Und dafür will ich auf jeden Fall die Spitze des Nagels umbiegen. Und damit man ihn auch besser spielen kann, tatsächlich so eine Öse rumbiegen, damit man den in der kleinen Hand noch halten und einfach spielen kann. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Ich spanne den Nagel hier jetzt ein und zwar relativ weit oben, damit ich möglichst große Hebelkraft habe, diesen Nagel zu verdrehen. Dann können wir das wieder losschrauben und können es wieder einklemmen und machen das Ganze nochmal. Ihr seht, in welche Richtung das geht. Das wird dieser Haken, um das hier festzuhalten. Aber bevor wir weitermachen, sollten wir erstmal die Kronkorken auffädeln. Ich finde, vom Klang könnten da noch ein paar mehr Kronkorken drauf. Ich finde, das klingt schon viel voller und da sind einfach nur 4 Kronkorken mehr jetzt noch drauf. Also können wir weitermachen mit dem nächsten Schritt und das heißt jetzt, dass das weiter umgebogen werden muss. Los geht's! Ich habe beide Nagelshaker jetzt fertig. Den einen, den ihr beim Bau verfolgt habt, und den anderen, da habe ich einfach 6 Kronkorken ganz gelassen, einfach ein großes Loch gemacht, die eingefädelt und ganz unten Sicherheitskronkorkenring, der auch noch flach ist. Und was klingt jetzt besser? Bewertet selbst und schreibt es gerne in die Kommentare. Als erstes der, den wir jetzt gemeinsam gebaut haben. Und jetzt den, den ich off-camera gebaut habe. Was fandet ihr besser? Schreibt es in die Kommentare. Das war der Nagelshaker. Die Anleitung findet ihr natürlich auf abenteueroase.de. Eine Seite diese Öse in den Ringfinger stecke, mit dem Daumen festhalte und es so mache, dann kann ich schon shaken.
Aber wenn ich jetzt den kleinen Finger hier noch dran halte, kann ich einen Akzent setzen. Nämlich in dem Moment, wenn ich das rassel und den kleinen Finger wegnehme. Habt eine gute Zeit und bis dann.